Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Ich bin The Templex, alias Jonas. Und heute habe ich in meinem ersten Video mir gedacht, machst du gleich mal über ein legendäres Spiel eine Analyse. Wie bereits zu einigen anderen YouTuber. Tut mir leid, dass ich jetzt das aufrolle, aber mir ist wirklich nichts anderes eingefallen als diese Analyse, weil ich selbst sehr heiß auf das Spiel bin. Okay, also wollen wir gleich mal anfangen. Das Spiel heißt GTA 5, also Grand Theft Auto 5. Wird wahrscheinlich ein Jahrzehntspiel, weil sehr viele Fakten bekannt geworden sind. Zum Beispiel, dass es den größten Fuhrpark gibt aus der gesamten GTA-Reihe. Also man muss sich das so vorstellen, GTA 4 gab es, sage ich jetzt mal, ungefähr 150 Automodelle, also verschiedene Modifikationen gab es zum Beispiel. Es gab zum Beispiel einen Sultan, Sultan RS und sowas. 150 Stück und es soll bis jetzt fast 400 bis 500 Auto-Exemplare geben, beziehungsweise Bagger, Bulldogs und sowas. Es geht von Limousinen bis über Pickup, über Van, über Lastwagen, alles drum und dran ist erstmal vorhanden. Genauso wie Jets, Helikopter, Boote, halt diese Klassiker. Endlich, meiner Meinung nach, meines Erachtens nach, finde ich perfekt, dass es das mal Boote gibt. Boote. Boote gab es ja auch in GTA 4. Jets, weil ich persönlich habe das immer gerne gemocht in GTA San Andreas. Mal ganz krass gesagt, die Luftunterstützung für meine Kameraden ist, weiß ich so an, wie bei Call of Duty oder so, besser gesagt Battlefield mit Jets. Aber die Luftunterstützung zu spielen, also verschiedene Raketenschläge und sowas halt, hat mir immer sehr gefallen und darauf freue ich mich jetzt auch wieder, da die Karte auch sehr, 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 sehr groß sein soll. Also ich glaube fünfmal die Red Dead Redemption Karte. Also ich habe bei Red Dead Redemption mal spaßeshalber geguckt, ich brauche, um einmal quer durch die ganze Map zu reiten, fast eine bis zwei Stunden. Also ich habe nicht genau Zeit gestoppt, sondern sicher hin und wieder bin ich in manchen Dörfern angehalten, haben ein paar Zivilisten abgeknallt, aber das ist ja wohl klar bei einem Rockstar-Game. Auf jeden Fall möchte ich noch kurz auf die Waffen zurückkommen. Erstmal gibt es verschiedene Modifikationen für die verschiedenen Waffen. Also was auf jeden Fall schon mal bestätigt ist, es gibt wieder eine AK-47, eine M4, eine Glock, eine Schrotflinte, die meiner Meinung nach aussieht wie die Pump-Action-Shotgun aus Call of Duty 4, also Modern Warfare 1. Auf jeden Fall gibt es eine Pump-Action-Shotgun, es wird wahrscheinlich MGs, Raketenwerfer, zielsuchende Raketen, Revolver, Schalldämpferpistolen. Ja, ihr habt richtig gehört, Schalldämpferpistolen. Es gibt nämlich Desma Aufsätze. Ihr könnt eure Waffen beliebig modifizieren. Ihr könnt Aufsätze, Optiken, Schalldämpfer, verschiedene Läufe, größere Magazine bzw. auch kleinere, andere Munition, alles verwenden. Und auf jeden Fall, wo wir gleich bei Waffen sind, möchte ich gleich noch auf die Protagonisten zurückkommen, dass wir als erstes Franklin. Franklin ist ein ehemaliger Krimineller bzw. Bankräuber. Er hat durch einen Deal mit dem FBI, nee, FIB, tut mir leid, FBI, also die FBI-Version bei GTA ist FIB, also nur I und B vertauscht, um keine Lizenz-Dingsbums dazu bezahlen müssen. Gutes Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat er mit einem Deal seine Familie in das Zeugenschutzprogramm gebracht. Und somit führt er ein ziemlich anständiges Leben. Er wohnt in einer Villa, fährt ein dickes Auto, hat eigentlich keine Sorgen. Außer, dass er seine Frau hasst, seine Frau hasst ihn, seine Frau verprasst sein ganzes Geld in jeden Scheiß. Wahrscheinlich auch in eine Kanarienvogel-Käfig-Durchbissversicherung. Aber das ist, naja, noch Jonas. Wo kommst du jetzt nur hin? Auf jeden Fall verprasst sie das ganze Geld. Die haben kein gutes Verhältnis zwischeneinander. Michael hat auch einen Sohn und eine Tochter, zu denen er kaum Bindung aufbauen kann, weil einfach, naja, sie fremd geworden sind. Und wie schon gesagt, seine Frau verprasst das Geld, er hat kaum noch Kohle und muss nun versuchen, wieder in das Bankräubergeschäft reinzukommen. Dabei hilft ihm Trevor, der zweite Protagonist, beziehungsweise zweite spielbare Charakter. Warum ich sage, zweiter spielbarer Charakter? Man kann nämlich ständig, also rund um die Uhr, rund um den Tag, beziehungsweise Tageszeiten, morgens, mittags, abends, zwischen diesen drei
Charakteren hin und her switchen. Ja, richtig gehört, 3 Stück, wie euch bereits bekannt ist. Auf jeden Fall, der erste haben wir jetzt abgehakt, das ist Michael. Der zweite ist Trevor. Trevor ist ein, naja, wie soll man das sagen? Ein Psycho. Ja, ich sag mal so, es ist ein Outlaw. Er wohnt in der Wüste, in einem, naja, heruntergekommenen Bude. Er geht nur mit abgefuckten Klamotten im Vergleich zu Michael, der hauptsächlich eigentlich nur im Anzug und im Hemd zu sehen ist, raus. Und naja, er ist halt ziemlich ein abgefuckter Typi. Ja, was seine Vorgeschichte sagt, dass er, also er ist ausgeschieden aus der Navy, er war Pilot, ja, darauf kommen wir noch später, das hat noch was mit den Fähigkeiten zu tun, aber das ist wiederum ein anderer Tagesordnungspunkt hier in dem Video. Und auf jeden Fall, er war ehemaliger Navy-Pilot, ist ausgeschieden, ist dann in eine Situation gekommen, die man nicht gerne hat. Er hat angefangen, Drogen zu kochen, also Crack, LSD, jeden Scheiß. Hat es wahrscheinlich auch selber probiert, so wie er aussieht, aber auf jeden Fall wollen wir damit auch zum dritten Charakter kommen. Ich entschuldige mich für den Aussetzer gerade. Der dritte Charakter ist ein Schwarzer. Oh mein Gott, jetzt kommen sie gleich wieder. Ah, rassistisch. Auf jeden Fall, der dritte ist Franklin. Franklin ist ein Kleinganove, meiner Meinung nach. Er knackt Autos, macht ein bisschen Ballerballer mit dem Bullen und naja, er ist ein Kleinkrimineller. So voll der Real Gangster, yo, voll krass, ey, voll Block Platin. Und auf jeden Fall hat er eine Freundin. Seine Freundin ist nicht gerade begeistert, dass er ein Kleinkrimineller ist, wie ich bereits erwähnt habe. Sie streiten sich öfters, wie man auch im zweiten Trailer sieht, oder beziehungsweise im Franklin-Trailer. Was ich dazu noch groß sagen kann, ist meine Meinung zu den 3 Charakteren. Sie sind sehr gut ausgewählt, da eigentlich aus jeder Schicht einer kommt. Also Michael, der Reiche, der Boss der Bande, Franklin mehr so dieser Mittelständische, der ein bisschen, sage ich jetzt mal, mit dem Kopf durch die Wand ist. Michael ist dagegen einer, der plant. Und Trevor ist meiner Meinung nach ein ziemlich armseliger Idiot, aber der Idiot gefällt mir auch, weil ich werde euch jetzt gleich noch die verschiedenen Fähigkeiten sagen. Ja, es ist, naja, World of Warcraft Style. auf jeden Fall, Trevor ist meiner Meinung nach irgendwie dieser arme Idiot, so, bevor ich mir eine kugelsichere Weste anziehe, renne ich rein wie Terminator. So kommt mir Trevor vor. Auf jeden Fall, damit schließe ich eigentlich schon ab. Ich wollte als letzten Ordnungspunkt sage ich euch noch schnell die Fähigkeiten der verschiedenen Charaktere. Michael zum Beispiel ist ja ein ehemaliger Bankräuber, daher kennt er sich ziemlich gut mit Waffen aus, also hat er wie eine Bullet Time. Also eine Bullet Time besagt das, dass er sich kurz in einen Adrenalinzustand versetzen kann, also dass er alles eigentlich in Zeitlupe sieht. Das bedeutet, er kann mit Präzisionsschüssen schnell und effizient seine Gegner ausschalten. Franklin dagegen kann eigentlich eine Car-Time, sage ich jetzt mal. Durch das, dass er sehr viel Erfahrung hat mit Autos, kann er umso schneller auch reagieren und hat auch wie eine, ich sage es mal, eine Bullet-Time für das Auto. Also er kann sich kurz in einen Adrenalinzustand versetzen, dass man alles in Zeitlupe sieht. Man kann dadurch schneller reagieren, kann verschiedenen Gegenständen ausweichen und somit wird das Spielvergnügen auch umso mehr gesteigert bei Verfolgungsjagden. Und Trevor ist ein ehemaliger Navy-Pilot, der ausgeschieden ist, wie bereits erwähnt. Trevor kann dadurch er fliegt ja besser als andere. Ich kann mir groß jetzt nichts vorstellen, vielleicht kann er verschiedene Ausweichmanöver, vielleicht kann er auch verschiedene Waffen benutzen, also hat ein besseres Aiming, sage ich jetzt mal, zielt schneller, schießt weiter oder sowas. Das kann man sich ja dann entscheiden. Das sieht man dann schon und damit wollte ich eigentlich mein erstes Video abschließen. Im Übrigen, das habe ich vergessen, die Gameplay-Informationen zu sagen. Im Hintergrund sieht ihr ein nicht gerade berauschendes Gameplay. Das ist aus MW2 vor Delta One. Das ist, ich sag jetzt mal, die kostenlose Version von Modern Warfare 2 Multiplayer. Das ist ein 15.6, glaube ich, also
wirklich kein gutes Gameplay, also eigentlich nur noobiges Gameplay. Aber ihr müsst wissen, ich bin jetzt gerade erst wieder auf PC umgestiegen, weil mein PC kaputt war und ich habe mir jetzt wieder einen neuen gekauft. Und naja, da möchte ich jetzt wieder anfangen und ich habe mir aus einem Grund sicher, ich hätte noch ein 50-3 gehabt, aber das wollte ich nicht benutzen, weil hier, ihr habt bestimmt schon bemerkt, das ist die Peacekeeper, ja, aus dem ersten DLC von Black Ops 2. Ja, ich hoffe, euch hat mein erstes Video gefallen und tut mir leid, dass das Gameplay nur so kurz war. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, weil der Kinomodus nicht funktioniert hat bei Fortnite One. Ja, Kinomodus bei Fortnite One, aber das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht berichte ich dazu auch noch ein Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst bitte eine konstruktive Kritik da und ein Abo wäre nett. Und wenn ihr Lust habt, schaut noch bei Cody Gaming Deluxe und Maladoni vorbei. Links findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören.